Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe, ihr auch. Hier ist heute ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, wir müssen hier den Kran komplettieren und dann noch eine Marke bekommen, um eine normale Runde zu bekommen. Es sei denn, wir kriegen einen Bonus. Und den Kran habe ich schon im normalen, komplettiert. Mit linken Restbewegungen. Hier wird es natürlich ein bisschen schwieriger. In erster Linie wird es wohl heißen, erstmal alle Marken zu lockern. Aber ich denke mal, dass ich vielleicht hier, hier so reingreife, dass dann die zwei zumindest gelockert werden. Dass ich dann vielleicht eine von den beiden greife. Oder beim Loslassen halt dann runterkullert. Und dann muss ich gucken, was hier so abgeht. Einfach mal ausprobieren, man kennt es ja. So. Ja, so ungefähr. Hätte ein bisschen besser laufen können, aber immerhin. Dann werde ich mir einfach mal den Kürbis schnappen. Na komm her, Kürbis Ashley. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ja. Man kennt es ja, mein Glück. Na, dann hole ich mir halt die ganz linke. Und versuche dabei gleichzeitig die anderen Marken nach rechts zu schieben. Na, irgendwie. Ich glaube, es wird heute nichts. Nee. Wenn die so schräg liegen, dann sind die wie eine extreme Blockade. Und dann kann man sich dann ganz vergessen. Dann machen wir es einfach mal so. Dann holen wir uns eine Marke, die wir zumindest greifen können, sage ich mal. Hätte ich vielleicht am Anfang anmachen sollen. Man merkt schon, die Kräne sind nicht ohne, wenn man sie halt nicht mit links und rechts bewegen und spielt. Ja gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt noch ganz links zu greifen und vielleicht... So, das war viel zu weit links. Das sieht fein, dass er vielleicht die noch ein bisschen nach rechts schiebt, aber ich glaube, es wird nichts. Nee, ich glaube, die hat er wirklich schon mal. Oder? Das war nicht geplant, aber vielleicht... Nee, das bringt, glaube ich, nichts mehr. Nee. Das war sehr schlecht gespielt von mir. 5 Runden, 3 Marken. Ich hätte am besten alles einzeln greifen sollen, dann wäre es vielleicht besser gewesen. Aber vielleicht haben wir ja einen Bonus, wer weiß. Das wär's ja. Okay, wir haben einen Bonus. Na gut, ich hab nichts gesagt. Oh Mann, oh Mann. So. Und wir haben heute 2 Kräne, die ich spielen wollen würde. Und da muss ich mich jetzt entscheiden, welchen. Ich glaube, der eine macht zum Beispiel nicht unbedingt viel Sinn, weil ich da erst gucken muss, wie sich die Marken verhalten. Und zwar ist das einer der Splatoon-Kräne, die ich mal in 5 Runden gespielt habe, obwohl man ihn in 4 Runden komplettieren kann. Und ja, da habe ich halt eine obere Marke. Man fragt natürlich, wie schafft man es? Na, ich gehe mal hin. Dass man diese Marke hier nicht bekommt. Ja, die hat dann am Ende, die ist halt hier so langsam, aber sicher nach unten gekullert und ist dann am Ende hier übrig geblieben. Und ich hatte dann vor lauter gucken, dass ich hier die Marken bekomme. Aber ich stand total verpeilt, wie viele Runden ich schon versemmelt habe. Also das wäre so die Idee. Aber ich glaube kaum, dass ich den hier so direkt greifen kann. Deswegen wäre das eher was für 2 Runden, dass man zumindest sie einmal lockert und dann halt guckt, wie sie sich dann verhält, dass es vielleicht dann irgendwo hier liegt. Dass man sie besser greifen kann. Und außerdem, wenn man hier eine Marke greift, kann es sein, dass sie hier dann schon wieder runterfällt, weil die halt gegen die anderen Marken drückt. Aber meine Idee wäre, ja, Mega Man und Animal Crossing Pokémon und Monster Hunter, dass ich versuchen würde, mal den Mario nach unten zu kloppen. Das ist einer der Kräne, den habe ich noch nie gespielt. Ich weiß nicht, wie sich Mario verhalten wird. Aber meine Idee wäre halt, dass wenn halt der Hammer direkt ihn auf den Kopf haut, dass er vielleicht direkt durchfällt. Ich glaube zwar eher nicht, dass dann sich eher die Röhre verhakt. Aber was will man machen? Ausprobieren ist wohl die beste Möglichkeit und wir haben ja eh nur diesen einen Tag. Außer wir warten dann wieder bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe es halt. Weil ich glaube auch keinen Sinn machen, wenn man ihn jetzt irgendwie hier nach rechts schlagen würde. Weil dann würde er irgendwo hier landen und dann war es natürlich. Weil selbst wenn hier das Eis dann halt die Marken zurückrutschen lässt, wenn es hier frei wäre, dann würden sie ja hier stoppen. Stoppen, ja. Stoppen. Und da muss ich halt gucken. Also, ja. Probieren wir es einfach mal aus. Was bleibt mir anderes übrig? Na? Ja, sehr schön, freut mich. Ui, und die rutschen sogar wirklich gut. Gefällt mir, Leute. Man könnte sogar schon sagen, der Kran ist komplettiert mit nur einer Runde. Weil, ja, eine Röhre und einen Block zu bekommen gehört noch dazu. Und dann hat man den Kran komplett. Das freut mich richtig, Leute. Wieder eins von den Mario Sets komplett. Das ist schön. Nee, das freut mich richtig, bin ich ganz ehrlich. Ja, Bobby, es macht Spaß, wenn es klappt. Ich weiß nicht, ob das Glück war. Ich habe keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass das vielleicht schon so gedacht war, dass man halt den Mario dann in die Röhre reinkloppt, sage ich mal. Und dass man ihn dann bekommt. Hätte auch hängen bleiben können.
Pech und Glück sind ja doch relativ nah beieinander bei dem Spiel. Ich meine, wir haben die letzten Tage auch mehr Pech gehabt als Glück. Dann kann ich mir doch zumindest mal eins meiner neuen kompletten Sets angucken. Vor allem dann, wenn eine Marke nur in einem Kran vorhanden ist, sowieso nochmal extra erfreulich. Vor allem, wenn man dann noch eine Röhre dazu bekommt und mit den Röhren vielleicht so ein Röhren-Ding bauen könnte. Ja, das ist eine Farbzone. Und Mario geht die Welt 4, wie man sieht. Und ja, das ist der Set Nummer 99. Noch ein Set, Leute, dann habe ich die 100 erreicht. Ja, das freut mich richtig. Aber gut, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Ich denke mal besser als bei mir. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.